In der Erwachsenenszene ist das anders. Aber bei den jungen Menschen, die die Zukunft unseres Landes gestalten, sehen wir so viele positive Signale, die uns dann staunen lassen, was für ein Weltbild sie zeichnen von der Integration der jungen Migranten. Sie kennen nun nicht mal die Statistiken des Bundeskriminalamtes an Migrantenkriminalität. Ja gut, dann sagen Sie doch wunderbar, mal, dann was letztes Jahr im Jahr 2016. Okay, dann machen sagen. Sie das doch also, einfach mal. Wir haben herausgefunden, Gewaltkriminalität. Wenn Max von Moritz angegriffen wird, ist die Anzeigequote so, dass es in der Statistik landet 13%. Wird er aber von Mehmet angegriffen, ist es 27%. Mehmet gegen Mustafa auch nur 10. Also aber Mehmet gegen den Igor, immer der Fremde wird häufiger angezeigt. Und wir können beweisen, dass die Bezeichnung Kriminologe bei allem Respekt spottet in jeder Beschreibung. Nein, lassen Sie mich bitte auch ausreden. Ich will nur sagen, die Fehlzeichnung, die Sie von den Ausländern als große Kriminalitätsgefahr ständig wiederholen. Sie haben von Statistik keine Ahnung, Herr Pfeiffer, mit Verlaub. Lassen Sie mich doch bitte reden. Das beruht zu einem beachtlichen Teil auf einer deutlich erhöhten Anzeigebereitschaft gegenüber jedem Fremden. Ist weltweit so, ist überall so. Und das Zweite, was ich betonen muss, ist die große Gruppe der Kriegsflüchtlinge, denen wir hier Chancen bieten. Die verhält sich nach Einschätzung beispielsweise des Polizeichefs von Braunschweig, Brava, wie die einheimischen Deutschen. Ein Problem sind, und da mögen Sie recht haben, ein Problem sind diejenigen, die reingekommen sind und denen wir nicht sagen, ihr könnt hier bleiben. Und da müssen wir uns Rückkehrprogramme einfallen lassen. Ausweisung all dieser Menschen ist nicht die einzige Lösung. Da muss ich ganz klar sagen, dass wir eine Gewaltspirale in Deutschland haben durch Migrantenkriminalität, die sich überhaupt gar nicht von der Hand zu weisen lässt. Wir haben allein im letzten Jahr die Anzahl an tatverdächtigen Asylbewerbern in der Kategorie Mord, also wirklich Roheitsdelikte, hat sich verdoppelt innerhalb eines Jahres. Ja, darüber müssen wir sprechen, klar, Herr Pfeiffer. Da hat der Innenminister darüber geredet, müssen wir gesagt, sprechen. Ich habe Sie auch ausreden lassen, Herr Pfeiffer. Ausländer. Man merkt schon, Sie sind SPD-Politiker, weil Sie lassen einen nie ausreden. Und das gehört eben auch zur demokratischen Kultur, dass man miteinander Argumente austauscht, um nachher das Problem zu benennen, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Geht aber nicht, wenn man aus einer Sendung rausläuft. Das ist eben der Punkt, warum wir ganz klar sagen, wir brauchen Grenzkontrollen. Wir müssen die Menschen und die Personenströme kontrollieren, die in unser Land hineinkommen. Und deswegen haben wir ja auch überlastete Verwaltungsgerichte beispielsweise, die auch mit diesen ganzen Asylbewerberanträgen gar nicht mehr weiterkommen. Verwaltungsgericht Wiesbaden braucht bei den ganzen Anträgen und Einsprüchen braucht allein 7 Jahre, um das zu bearbeiten. Und das ist die Konsequenz Ihrer absolut verfehlten Politik. Die habe ich gerade schon gesagt. Ja, das hätte, aber Sie müssen einfach nur Recht und Gesetz einhalten. Nein, Sie haben, Sie haben sehr genau beantwortet. Nee, was war die Frage, was Sie tun? Die Lösung ist doch einfach nur Recht und Gesetz einzuhalten und nicht die Gesetze zu brechen. Gut, das ist eine Lösung. Vielen Dank.